Und auf. Oh oh. Oh oh. Nein. Oder ist noch eine... Ah ne, es ist die Sphäre, ne? Und hier muss ich wieder mit Tastatur... Ach, das ist ja... So, was ist los? Offline. So, wo ist sie? Sie ist hier drüben. The hatch lights are on. Looks like the connection to Universal is holding. Great work, Sam. Now, lift the lockdown on the hatch, please. Luke RS-03 entriegeln. Da waren wir jetzt schon drin, ne? Wir sind in der RS-03 und sollen die Luke entriegeln wahrscheinlich zu RS-05. Oder? Ach nee, nach UN-01. Ich hab ihn nicht gefunden. Hier draußen. Da schwebt eine Leiche. Ach du Kacke. Hätte ich den finden können? Das. Ach du Harry. Okay. Die Luke ist... Ja, was ist sie? Ist sie verriegelt? Dann entriegeln wir wieder mit L3. Auf der 5 war das, ne? 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Okay. Ach, das war ein Easter Egg vielleicht. Okay. Okay, that's it open. Here we go. 12-Bit. Hallo? Elsa? May? Stars? Where the hell is everyone? Jim? Was ist da? Ich sehe nichts. Who is that? Was denn? Huh? Oh my God. Ist auch dieses Öl. Jetzt ist das Öl weg. Hä? I'm so sorry, Stas. Exposure. It must have been depressurized at some point before. Sorry, mate. Ich würde den Helm nicht abmachen, ne? I'm so sorry. Ich würde den Helm nicht abmachen. That's your universal camera systems back online now. So keep an eye out for anything while you work. Aber hier ist die Leiche auch. Hello? Is someone there? Oh. May, it's Emma. You have no idea how happy I am to hear you. Emma. Oh my God, Emma. I'm stuck in Shenzhou. Where are you? We've just made it to Central. Who is we? Me and Sam. I don't know where anyone else is yet except... except Stas. He's dead, May. Oh, God. How? It looks like Central depressurized. It's okay now, though. He's in his suit, but I don't think he had O2.
What about Jim? Josh? Ailsa? Nothing yet. We had like a full power outage. Sam has lost most of his functions and we're slowly getting him back up to speed. Okay. I'd like to help, but I'm stuck in the Chinese arm. There's something wrong in UN3. It's all locked down. I'll get Sam to look into it right now. Sam, check the station alerts. Make that the priority if you can. Oh Gott, wir kriegen noch mehr Funktionen hier. Ich glaube ja. Sie hatte so eine komische Flüssigkeit beim ersten Mal. Und dann haben wir die Flüssigkeit ja draußen gesehen. Und da flogen noch die komischen Tropfen. Oder es sah eben halt aus wie kleine dunkle schwarze Steinchen. Oder eben halt Tropfen. Und die sind verschwunden, als wir die Leiche gegriffen haben. Und die Leiche sehen wir hier auch in dem im Dings drin, ne? Wenn wir uns hier drehen. Warte mal, wir sind jetzt hier. Da sehen wir auch die Leiche. Ich denke mir mal, wir hätten die Leiche auch noch sehen können. Uiuiui. So, ich gehe mal erstmal gucken hier. Da ist Batterie alle von dem Laptop. Hier scheint erstmal nichts. Da ist irgendwas. Crew-Tracking nicht möglich. Ja, es ist halt nur eine Theorie. Wie gesagt, ich kenne das Spiel gar nicht, aber es ist sehr, sehr gut. Vor allem, weil es halt zwischendurch sehr fordernd, also wegen zeitlichen Druck und so weiter ist, aber dann wieder Zeit lässt, um nachzudenken. So, wir gucken uns erstmal die Stationsmeldung an. Kühlmittelkreislauf, es war klar. Temperaturungleichgewicht im Kühlmittelkreislauf A, Fehler in ATKS entdeckt, Besatzung in Gefahr, hohe Priorität erforderlich. Ist doch alles erforderlich hier. So, was haben wir hier noch? Systemreset entdeckt, das ist klar. Crew-Tracking-Sensoren offline, das ist klar. Fehler entdeckt 3, Position mehrere. Initialisierung nicht durchführbar, optisches Signal offline. Und ERS-12 ist abgetrennt. Okay. Antwortmodus, fangen wir mal an. The coolant network is reporting multiple errors. Recommend investigation. That could give us problems later on. Have a look at the network hub, please, Sam. Jetzt sind die Warnmeldungen weg. HKZ Macau. Sehen wir sie hier eigentlich? Am Dakartika. Okay, hier brauchen wir wieder einen Schaltplan, den wir nicht haben. Oder noch nicht haben. Können wir mal nichts tun. Oh, doch, den da hinten können wir. PIN eingeben. Na super. Okay, haben wir nicht die PIN. So, was haben wir noch? I can hear you in there, Sam. The door is locked down and I think there is an override active. Something atmospheric? Schau mal. Kühlmittelkreislauf. Okay, wir haben keinen Schaltplan dafür. Den müssen wir auch noch ausfindig machen. Der Laptop ist... Wahrscheinlich ist auf dem Laptop der Schaltkreis drauf. Oder... Das sieht mir danach aus.
Schaltplan, Kühlmittelkreislauf, technische Zeichnung. Konfiguration 1, 2, 3, 4, Adapter, Konfiguration 1. So, 1 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 2. 6 und 2. Und dann jeweils ein runter, ein rechts, ein hoch, ein rechts. Okay. Ich hab nicht. Oh. Weil die Hälfte fehlt, oder was? Das ist nicht gut. Ist das runtergefallen? Nein. Vor allem, ich guck nach unten, ob es runtergefallen ist, ich Idiot. Oh, was ist das denn hier? Okay, was haben wir hier? Neustartprozedur erforderlich. Jede Pumpe muss nach Vorgabe des Schaltplans aktiviert werden. Steuerung der Hauptpumpenkontrolle gesperrt. Pumpenneustart erforderlich. Können wir hier irgendwas erzählen? Nein, können wir nicht. So, aber leider haben wir nicht die Möglichkeit, ohne weiteres den Neustart zu starten. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch mal eins. Ja, ich glaube, hier gibt es 4 von denen, ne? Okay, es gibt 4 von denen. Irgendwo dümpeln noch welche rum. So. Wir schauen mal, ob wir... Hier ist noch eine Pumpe. Das ist das gleiche Problem. Fehlt noch eine, ne? Dann haben wir sie erstmal. So, und hier... Was ist da? Da. Haben wir auch nicht. Wo holen wir das denn her? So, haben wir hier irgendwas übersehen? Da war nochmal ein Laptop, aber der... Nee, der ist uninteressant. Achso, das Ding da oben. Der Tracking-Sensor, der funktioniert nicht. So, hier ist auch nichts. Aber eine Pumpe haben wir noch nicht, ne? Das wird wahrscheinlich die sein. Ja, die haben wir, schon gehackt. Was haben wir da hinten? Okay. Dann haben wir die auch schon. Hä? Repariere den Kühlmittelkreislauf. Ja, das würde ich ja gern tun. Ich brauche den Plan, den Schaltkreisplan. Und der war eigentlich... Auf dem einen Zettel, aber nur halb, ne? Hier, auf dem. Oh. Stromcaddy? Das geht? Na, dankeschön. Na, schönen Schrank auch. So, Nummer 1. Hey Sam, Message for Emma. Hey, it's me. Good news is, Jim finally pulled me off USES reactor tests as Houston want the EFR on standby tomorrow. So, out of nowhere, the captain gave us a window between shifts, meaning we get to be awake at the same time for once. New restaurant just opened called EAS 12. Food is terrible, but it's got a great view. See you there at 0100?
I'd say let's hang out at your bunk, but it's a tight fit, and that woman who sleeps opposite keeps rolling her eyes. See you later, Em. Message ends, Sam. Thanks. Oh Gott, das ist ja putzig. Das ist ja putzig. Da ist der Rest vom Schaltplan. Kombination jetzt verfügbar. Ah, und so wird das ganze System funktionieren. Interessant. Okay, ab Speicherkern. Daten kombinieren. Nee. Fragment auswählen und das hier, ne? Sehr gut. So, jetzt haben wir den Plan. Und jetzt können wir, wenn wir wissen, welche Nummern die Pumpen haben, 726. Okay, da. Das schreibe ich mir jetzt mal auf. Also, erst 531. Der hat die Config 1. Ich schreibe mir aber bloß auf, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 und geht dann ein nach unten, rechts, hoch, rechts. So, dann haben wir Config 2 ist Adapter 186 und der hat die Config 2 und die ist in 1,6, ne? Und geht dann 2. Ah, vorsichtig. Die ist in 2,4. Und geht dann von nach unten, nach rechts, nach unten, nach links und nochmal nach links. So, dann haben wir Adapter 3, 726, das ist die 3. Die fängt an in 6, 6 und geht dann rechts runter, rechts runter, rechts zweimal runter. Okay, und die letzte Config ist 490. 490 ist L4. Und beginnt in 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 4, 8. Und 4, 8 ist dann 1, 2, 3, 4, 5 mal nach oben. Okay. Dann hätten wir das nämlich. Wir müssen in der Reihenfolge, wie die Konfiguration ist, den Reset durchführen. Das wissen wir ja schon mal. So. Du bist 726, das ist die dritte Pumpe. Wenn ich jetzt wüsste, wo alle Pumpen sind. Ich befürchte, eine habe ich noch nicht gefunden. So, du bist steht nichts da. Du bist eine Ausschlusspumpe, okay. Und du bist 186, du bist die zweite. Okay. Aber wo ist die vierte? Habe ich die übersehen? Wo ist die vierte Pumpe? Hat einer die Pumpe gesehen?
Die 531 oder die 490. Eine von den beiden fehlt. Klar, die ist, also was heißt klar? Das ist eine der Unbekannten. Oder bin ich jetzt einfach nur auf dem Holzweg, dass es hier keine vier Pumpensteuerungen gibt, sondern nur drei? Warte mal, ich guck mal nochmal sicherheitshalber. Ja, es gibt nur drei. Wäre es dann 531? Ey, so beschiss ist das. Okay, wir müssen dann also mit der 186 beginnen. 186. Das bist du, ne? Ja. So, die 186 ist 24. War das hier? Ich glaube, ja. 24 und dann 24. I can see the light in here flashing. It's checking the system again. Whatever you're doing, keep going. Okay. Okay, die Pumpe ist bereit. Dann suchen wir jetzt die 490. Die 490 ist, glaube ich, die wir nicht sehen können. Das ist die hier. Wahrscheinlich ist das die Trickserei, nämlich. Ach, andere Taste, so. Nee, 490 dürfen wir gar nicht nehmen. 726 ist jetzt ja die nächste. Ich Idiot, warte mal. Das ist dann doch da. Nein, da, da. So. So, 726 ist bei 66. 6, 4, 5, 6. So, und dann klick, 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 klick. Okay. Und jetzt kommst du dran. Und du bist die 490. 490 ist 48. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann hier wahrscheinlich auf den Laptop. Wenn alle Pumpen aktiviert sind, starte jede Pumpe neu und bestätige dann. Achso. Ah, okay. Erst die. Dann die 490. Okay, wir hätten sie in unterschiedlicher Reihenfolge aktivieren können, aber hier in dem System müssen wir sie in der richtigen Reihenfolge machen. So, wir haben alle gestartet und jetzt reaktivieren wir die Hauptpumpenkontrolle. Good job, Sam. That'll allow us or anyone else access to the Universal Modules 3 and 4 as well as the Shenzo Arm. Now saying something about contact points. Emma? We had the same problem on the EAS arm. I think whatever moved us to Saturn caused us to shake. Wait, what? Saturn? Yeah. Sorry, I should have mentioned that. I'd say it's a long story, but all I know is that Sam thinks he brought us here. Shit! Saturn? I mean,
Christ, I don't know where to begin. Look, I'll head outside and try to get this sorted. I still have my suit and plenty of O2. Be careful, May. I'll be fine, Emma, don't worry. Okay. Was soll ich jetzt tun? Kamera offline. Nicht gut. Modulkamera lässt sich nicht initialisieren. Aber sie ist noch hier. Mach mal, da ist eine Steckdose. 434. Message for the Chinese Climate Initiative. We are Houston, Sam. Elsa Yang on board observation here. I'm leaving an overnight data drop on your system, which should provide the final readings for analysis and presentation at the Beijing Climate Congress next month. I said before, but it bears repeating, if any unexpected delegates sign up, I can make myself available for translation duties. The only language I get to use up here is English, and I need to keep the wheels spinning. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen.